Über 3000 Zuschauer fanden den Weg zum Heinz-Detmer-Stadion in Lohne. Der Werder Act Lohne feiert seinen 20. Geburtstag. Und der Hauptsponsor von Werder Bremen, Wiesenhof, schenkte der Werder Act Lohne dieses Testspiel zwischen SV Werder Bremen und Pek Zwolle aus der Eredivisie in den Niederlanden. Es ist eine Bombenstimmung hier und das Spiel kann beginnen. Der Anstoß ist für Werder. Auf der Rückseite sehen wir mit Nummer 24 Nils Petersen. Gleich der erste Angriff für Werder. Torwart Bejois sieht, dass da keine Gefahr dabei ist. Pek Zwolle voriges Jahr als Aufsteiger am Ende auf Platz 11 in der Tabelle. Am Ball der niederländische Ex-Nationalspieler Ilya. Kevin Bejois klärt. Jonas Mokhtar kommt den Ball zurück, spielt auf Jesper Drost, guter Counter, weg. Aber am Ende bringt es nichts. Eljero Ilya, Vorlage, Gefahr, geklärt. Freistoß an Hunt. Bejwa. Rose zurück auf Bejwa. Und da wird ein neuer Counter eingeleitet. Jesper Drost sieht Fred Benson. Er hat Platz und ein schönes Tor. 0:1. Pek Zwolle führt. Mustafa Saimak kommt da wieder, neue Konter. Abseits. Ern Hunt.
und ein Abstauber, das 1:1 durch Nils Petersen. Jesper Dross, die Abwehr von Werder steht nicht gut. Ball kommt bei Fred Benson und Peck Schwolle führt erneut 2:1. Peck Schwolle, voriges Jahr 11. in der Tabelle, aber war lange Zeit Abstiegskandidat, genau wie in Deutschland Werder Bremen. Ernannt, Kopfball, kein Tor, abseits. Und an der anderen Seite wieder Schwolle gefährlich. Mokhtar, der Ball wird geblockt. Ecke mit Ikechi. Michael van der Werf klärt zur Ecke. Eljero Ilja. Und erneut Ilja. Es bleibt 2:1 zur Halbzeit für Peck Zwolle. Das war die Freizeit. Wir bedanken uns bei den Schiedsrichterteam und bei den Mannschaften. Halbzeitstand 2:1 für Peck Zwolle. Unsere Freunde aus den Niederlanden haben ausgewechselt. Neu im Spiel mit der Nummer 3, Devil Lachmann und die 11, Bram van Polen. Backschwaller wieder gefährlich. Mustafa Saimak, da kommt Werder gut weg. Ernhund. Schön gespielt, tolles Tor. Schönes Tor von Niklas Füllkrug. Gut ausgespielt von Ernhund. 2:2. Cedric Macchiani. Foulspiel, Werder. Viel geht bei Peck Schwolle über links. Matthäus Klisch. Jetzt sie frei und tolles Tor wieder. 3:2 Führung, Peck Schwolle. Und Foulspiel gegen Fred Benson.
Rödel zieht zu Recht gelb. Und das war ziemlich knapp. Beck Zwolle hat viele Fans mitgebracht. Bram van Polen. Giovanni Gravenbeek, Bram van Polen. Mustafa Saimak spielt zurück. Marko Arnautovic, wir haben noch nicht viel von ihm gesehen. Immer wieder Aaron Hunt. Der verteilt das Werder-Spiel. Seit Jahren ein wichtiger Spieler der Bremer. Niklas Füllkrug. Das ist nichts. Werder wird stärker. Da war Ilusukiri noch dran. Ilusukiri ist dritter Torwart bei Pek Zwolle. Erster Torwart Buhr ist verletzt. In der ersten Halbzeit stand Kevin Bejois, zweiter Torwart, ins Tor. Werder will der Ausgleich. Ja, Pek Zwolle hat drei gute Torhüter unter Vertrag. Und wieder El Skiri. Nochmal ein Konter von Pek Zwolle, haben in zweiter Halbzeit weniger gesehen. Ronny Reniers. Auf Matthäus Klisch. Vorlage. Schwache Annahme, als hätte es gefährlich werden können. Am Ende verliert Werder Bremen das Testspiel gegen Pek Zwolle mit 2:3. 3000 Zuschauer haben ein unterhaltsames Spiel gesehen. Und letztendlich ist der Sieg von Pek Zwolle verdient. Ich verabschiede mich, lassen wir reinhören bei der Pressekonferenz und hören, was Cheftrainer Robin Dutt zu sagen hat. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir bedanken uns bei allen Zuschauern, die heute den Weg ins Hans-Detmar-Stadion hier nach Wien gefunden haben. Wünschen Ihnen noch einen guten Heimweg. Den Pressevertreter nochmals. Es war ein Spiel. Wie Sie sehen, ein Platz neben mir ist noch leer. Der Trainer von Pek Zwolle muss dann noch ein paar Takte mit seiner Mannschaft sprechen. Ich weiß gar nicht warum, aber naja gut. Wir wollen aber beginnen, weil Werder hat es eilig. Vielleicht kommt ja Herr Ron Jans, der Trainer von Pek Zwolle, dann anschließend noch dazu. Ja, es gab, als ich von der Tribüne gegangen bin, sagte ein Zuschauer zu mir, naja,
wir haben ja zumindest das Werdereck als Gewinner. Da habe ich gesagt, nein, ich sage nicht, das Werdereck ist Gewinner, sondern der Jugendfußballsport ist Gewinner. Und ich möchte mich bei dieser Gelegenheit noch einmal ganz herzlich bei der Firma Wiesenhof bedanken, die uns dieses Spiel gestiftet oder geschenkt hat zu unserem 20-jährigen Jubiläum. Denn der Reinerlös dieses Spiels kommt unseren Vereinen bzw. den Jugendabteilungen hier in unserer Region wieder zugute. Und dafür nochmal ein herzliches Dankeschön und ich glaube, das ist auch ein Applaus wert. Ja, ich begrüße rechts neben mir, links von ihm, Herr Robin Dutt, Trainer von SV Werder Bremen. Ja, Herr Dutt, man fährt natürlich ungern mit einer Niederlage nach Hause. Und vielleicht Ihre ersten Eindrücke zum Spiel heute. Ja, danke. Hallo zusammen. Ja, das ist ganz klar, dass man auch in einem Vorbereitungsspiel nicht sehr gerne mit einer Niederlage nach Hause fährt. Aber man sieht bei uns einfach, dass die Bausteine Offensivverhalten und Defensivverhalten, die passen noch nicht optimal zusammen. Wir haben in den ersten Spielen haben uns relativ wenig Torchancen erarbeitet, weil wir sehr viel am Defensivverhalten trainiert haben. Jetzt haben wir diese Woche dann angefangen, auch offensive Bausteine ins Training zu nehmen. Ja, prompt haben wir uns deutlich mehr Torchancen erarbeitet, aber das waren natürlich auch deutlich zu viele Fehler, die wir dann in der Abwehr gemacht haben. Diese Balance, die stimmt nicht. Diese Fehler müssen wir natürlich bis zu einem ersten Pflichtspiel abstellen, dass wir nach vorne spielen und die Torchancen erarbeiten. Und dann müssen zwei Tore eben grundsätzlich auch zu einem Sieg erreichen. Und man muss einfach Zwolle Respekt zollen. Sie haben unsere einfachen Fehler dann auch im Mittelfeld mit sehr schnellem Konterspiel, vor allem in der ersten Halbzeit, bestraft. Wir haben es dann in der zweiten Halbzeit deutlich besser gemacht, hatten dann selber sehr viele Torchancen. Ja, ganz zum Schluss nochmal durch Marco, auch ein Torhüter, ein Kompliment. Also es passt bei uns noch einiges nicht. Was nicht unnormal ist für die Vorbereitung. Die Jungs haben natürlich auch noch die Rückrunde zum Teil im Kopf. Allerdings wird uns jetzt auch mal ein Sieg gut tun. Wir haben aber noch immer sehr wenig Zeit, haben jetzt am Freitag schon das nächste Spiel und gegen Ajax Amsterdam, den nächsten Top-Gegner. Die Jungs sind ein bisschen müde. Aber wir sind gut, trotzdem guter Dinge, dass wir das bis zum ersten Spiel gut hinkriegen. Ja, vielen Dank, Herr Dutt. Ja, Herr Dutt, wir haben ja in der letzten Saison eine ziemliche Zittersaison hinter uns gebracht. Und meine Frage, wie ist Ihre Zielsetzung mit der Mannschaft oder Ihre persönliche Zielsetzung für die kommende Saison? Ja, wir haben verschiedene Dinge, die wir angehen müssen, die natürlich mit den Umständen zu tun haben. Zum einen natürlich mit dem Umstand der letzten Saison. Sie haben es gesagt, man hat lange zittern müssen. Zum anderen auch mit dem Umstand, dass eine lange erfolgreiche Ära unter Thomas Schaaf zu Ende geht und du dann erstmal ein Übergangsjahr auch hinbekommen musst und es gut hinbekommen musst und dass wir viel Arbeit vor uns haben, das hat man heute gesehen und deswegen glaube ich, sind wir gut beraten, nicht irgendwelche Tabellenplätze rauszupersonen, sondern erstmal harte Detailarbeit zu machen, eine Basis zu schaffen, dass wir nicht so ein Ungleichverhältnis haben zwischen Defensiv- und Offensivverhalten wie heute, dass dann auch mal zwei geschossene Tore auch mal zum Null-Sieg reichen. Diese Balance haben wir noch nicht. Das kann man, glaube ich, auch nicht erwarten nach zweieinhalb Wochen, weil Nationalspieler nach eineinhalb Wochen, dazu haben wir einfach noch zu wenig miteinander gearbeitet. Aber die Mannschaft zieht gut mit. Sie will, glaube ich, diese Saison von letztes Jahr auch nicht nochmal erleben, aber man sollte auch nicht von der Mannschaft verlangen, dass sie jetzt nach eineinhalb Wochen Vorbereitung dann komplett die Saison letztes Jahr abschüttelt. Wir haben noch ganz, ganz harte Arbeit vor uns. Die ändert auch nicht zum ersten Punktspiel, sondern die wird sicherlich dieses Jahr überdauern und deswegen sind wir gut beraten, mit Tabellenplätzen uns erstmal zurückzuholen. Ja, Herr Dutt, Sie haben schon viele Mannschaften trainiert, die bekanntesten darunter FC Freiburg, Bayer Leverkusen. Vielleicht einmal aus Ihrer Sicht ein Eindruck, Werder Bremen allgemein rundherum ist. Sie haben ja da völlig neues Terrain betreten. Vielleicht einmal Ihren Eindruck. Ja, der ist wirklich von ganzem Herzen mehr als positiv. Ja. Wir haben jetzt gerade mal, habe ich jetzt zweieinhalb Wochen in Bremen verbracht und davon noch
ein Großteil eigentlich nicht in der Stadt, sondern auf Norderney und im Zillertal. Aber es hat uns ja mal ein Trost begleitet an Werder-Fans. Und jetzt diese Woche waren wir in Bremen. Also mit was für einer Offenheit. Mein Trainerteam und ich hier aufgenommen worden vom Umfeld, von den Fans, von der Mannschaft, von den Verantwortlichen. Das ist schon was ganz Besonderes und es zeigt einfach, warum Werder so ein Verein ist mit so einer hohen Wertstellung auch in Deutschland. Und wir fühlen uns jetzt nach ganz, ganz kurzer Zeit schon sehr wohl. Und ich kann nur für mich persönlich sprechen, aber auch für meine zwei Co-Trainer. Ich kann mich gut einschätzen, ich kann nur dort gut Leistung bringen, wo ich mich auch menschlich gut aufgehoben fühle. Und dieses Gefühl habe ich ja im Prinzip schon im ersten Gespräch. Klaus-Dieter Fischer ist hier, war ja einer der drei, die mit Thomas Aichin und mit Klaus Fülbrich mich überzeugt haben, nach Bremen zu kommen, aber es war gar nicht so schwer. Wenn man das Bund Werder in der Hand hat, dann hat man schon mal ein großes Argument. Und ja, es macht einfach total Spaß, hier bisher zu arbeiten, mit der Mannschaft zu arbeiten, sich hier zu bewegen. Und natürlich wird es noch mehr Spaß machen, wenn wir dann die Pflichtspielsiege auch mehrheitlich für uns entscheiden. Ja. Sehr nett, aber Sie werden noch feststellen, Herr Dutt, die Bremer haben die besten Fans. Also wir zählen auch dazu, obwohl wir den Weggang von Thomas Schaaf mit einem weinenden und mit einem lachenden Auge gesehen haben. Aber wir drücken Ihnen natürlich alle Daumen und stehen auch natürlich hinter Sie, genauso wie wir hinter Thomas Schaaf gestanden haben und sind auch guter Dinge, dass es gelingen wird. Ja, vielleicht noch eine Frage von meiner Seite zum Schluss. Es hat Verstärkung gegeben. Ist denn noch geplant, die Mannschaft zu verstärken mit Spielern? Gibt es noch Zukäufe oder hat man dieses Thema abgehakt? Nein, wir haben schon theoretisch die Möglichkeit, nochmal uns eventuell mit einem Spieler zu verstärken. Es ist aber einfach momentan so, da sind wir anhand Personen, glaube ich, alle einer Meinung. Es ist unglaublich schwer, jetzt schon zu sagen, weil wir haben nur noch eine Möglichkeit, jetzt schon uns für diesen einen Mannschaftsteil zu entscheiden. Ja, wir haben jetzt heute beispielsweise, wenn wir sagen, wir wollen einen Stürmer. Wir haben vorne Nils Petersen, der letztes Jahr über 10 Tore erzielt hat. Jetzt kommt heute Niklas Füllkrug rein. Der ist natürlich noch jung, der macht noch nicht alles richtig, aber er hat auch gezeigt, welche Ansätze er hat. Ja, wir haben Zeit bis zum 31. August, wenn wir jetzt beispielsweise einen Stürmer holen, auf einmal Platz der Knoten bei Niklas Füllkrug, bei jungen Spielern soll das ja sein. Der Nils Petersen ist in einer guten Form, aber wir stehen in einem anderen Mannschaftsteil fest im August. Dort können wir noch einen brauchen, können es dann nicht mehr tun. Ja, dann würden wir uns ärgern. Und so haben wir gesagt, Ruhe bewahren. Wir haben den Großteil der Mannschaft da. Und wir müssen uns ganz sicher sein, für welchen Mannschaftsteil brauchen wir noch jemand für die Defensive, um nicht mehr 66 Gegentore zu bekommen wie im letzten Jahr, oder für die Offensive, um nicht so viele Chancen liegen zu lassen, wie wir heute liegen gelassen haben. Und deswegen denke ich, haben wir da etwas Geduld und dadurch auch Zeit, den Markt dann zu sondieren. Und wenn man damit Geduld vorgeht, dann wird es auch nicht ganz so teuer, als wenn man einfach eine überhastete Entscheidung trifft. Dann fällt mir noch eine Frage ein, vielleicht zu Lukas Schmitz. Er hat sich verletzt im letzten Spiel, man hat es der Presse entnommen. Ist es denn wirklich so, dass er 6 bis 8 Wochen pausieren muss, oder sehen Sie da eine Chance, dass Sie ihn mehr oder weniger eher wieder im Kader haben? Nein, da er einen leichten Bruch hat, müssen wir mit 6 Wochen rechnen. Die positive Meldung ist, er musste nicht operiert werden, das kann er konservativ heilen, und dann hoffe ich, dass er in 6 Wochen da ist, weil wir dringend ihn als Alternative auf der linken Außenverteidigerposition brauchen. Zu nennen ist noch Philipp Bartfrede, dass ich glaube ich, im zweiten Training verletzt hat. Das ist natürlich auch sehr bitter, aber ihn könnten wir dringend brauchen. Und ja, in dieser Zeit müssen wir jetzt erstmal rechnen. Dann möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Herr Loth. Wir wünschen Ihnen alles, alles Gute für die kommende Saison. Wir drücken Ihnen die Daumen und wir werden auch immer kräftig im Weserstadion bei den Heimspielen vertreten sein. Vielen herzlichen Dank. Schöne Grüße an die Mannschaft. Ja. Thank you.
Station und 20 Musikerinnen zum Umzug 2019. Die Frage dreht. Dankeschön, Oberstleutnant. Ich freue mich, so viele gut gekleidete und gut gelaunte Schützenbrüder hier auf dem Antreteplatz begrüßen zu dürfen. Und ich habe eigentlich ein Ziel heute, wir wollen es heute beweisen, dass nur Lohne das echte Schützenfest hat. Und dazu schlage ich einen Deal vor. Wir werden gleich vom Stab versuchen, unser bestes Reiten an den Tag zu legen und ihr euer Bestes marschieren. Mit einem geschmückten Holzgewehr auf der linken Schulter, die geschlossene Uniform und ein frohes Lied auf den Lippen. Da bin ich überzeugt, dass alle Nachbarvereine sagen werden, jawohl, das Originalschützenfest gibt es nur in Lohne in Südolten. Thank you.
Am Montag gab es den Trainingsauftakt der BV Kloppenburg Frauen. Zeit für ein Interview mit der sympathischen Erfolgstrainerin Tanja Schulte. Tanja, 8 Neuzugänge. Alle Positionen von der Torhüterin bis vorne im Sturm wirklich doppelt besetzt zu haben. In der letzten Saison hatten wir immer dann ein Problem, wenn uns jemand ausgefallen ist. Das wollten wir in dieser Saison sicherlich auch, weil die erste Liga nochmal vom Tempo nochmal was anderes ist, die Verletzungsgefahr einfach auch größer ist. Wir viele Nationalspielerinnen haben, die also auch im Dauereinsatz sind und dass einfach mögliche Ausfälle auch kompensiert werden können. Und das hätte uns letztes Jahr fast den Aufstieg gekostet. Mit viel Glück ist es dann am Ende oder halt natürlich auch mit dem entsprechenden Können ist es dann am Ende doch, hat es doch funktioniert. Aber dieses Risiko wollen wir in diesem Jahr nicht nochmal eingehen. Die 8. Neuzugang, Mandy Islacker. Ja, auf den letzten Drücker. Wir hatten ja gesagt, dass wir ja das i-Tüpfelchen, dass das noch fehlt und dass wir da sicherlich noch was tun wollen. Wir haben zugesehen, dass wir alle Positionen doppelt besetzt haben, auch nach Möglichkeit gleich stark und wollten aber schon noch die Bundesliga-Erfahrung aktuell auch zu uns holen. Das ist uns dann gestern gelungen, Mandy Islacker noch zu verpflichten vom FCR Duisburg. Nummer 3 der Torschützenliste aus der Vorsaison und ja, darüber sind wir natürlich sehr froh, dass es jetzt mit dem 8. Neuzugang auch der Kader halt auch abgeschlossen ist, beziehungsweise so gefüllt ist, dass wir mit einem guten Gefühl in die Saison gehen können. Spannend. Ja, das kann spannend werden. Es wird auf jeden Fall was ganz anderes für die Mannschaft, für die Zuschauer. Das ist auch etwas, wo ich mir wünschen würde, dass halt jedes Heimspiel hier so gelebt wird. Also, dass jeder Gegner, der hierher kommt, am Ende weiß, wo Kloppenburg ist. Wo sie vielleicht zu Beginn noch ein kleines Problem haben, auf der Landkarte mal nachsehen. Aber wir haben hier eins der tollsten Stadien in der Frauenbundesliga. Wir haben die Region, die eigentlich neben Wolfsburg eigentlich nur diese 2 Bundesligisten hat. Und wir hoffen halt auch, dass die Tribüne mit 1000 Zuschauern, dass die permanent gefüllt ist und entsprechend Stimmung macht, auch uns in den Heimspielen zu unterstützen. Mit Mandy Islacker holt ihr Tore im Haus. Ja, wenn einem eine Spielerin, also sie hat in der letzten Saison 16 Tore gemacht, wenn einem natürlich, das ist schon ein Garant dafür, dass sie weiß, wo das Tor steht. Sicherlich auch schon ein paar Jahre länger Bundesliga gespielt. Sie ist mit 24 noch recht jung, aber schon sehr früh auch bei Bayern München vorher gespielt. Ja, entsprechend würden wir uns darüber freuen, wenn das eine oder andere Tor auch für den BVC geschossen wird. Nach den Testspielen zum DFB-Pokal nach Dresden. Ja, das genau. Also das größte Problem ist wahrscheinlich, dass es wirklich die weiteste Strecke war, die im Top war. Deswegen werden wir das Ganze auch als 2-Tages-Tour fahren müssen, weil 8 Stunden hin und dann zu spielen und 8 Stunden zurück, so lang ist der Tag fast gar nicht. Also das müssen wir so angehen. Aber im letzten Jahr sind wir hier im Pokal an eigener Dummheit gescheitert, im Elfmeterschießen. Ich glaube, da können sich auch noch viele dran erinnern. Als Ziel ist immer eine Runde weiterzukommen, also wäre es in diesem Jahr das Viertelfinale, erstmal als erstes Ziel und dann schauen wir einfach mal, was uns die Auslosung bringt. Bist du zufrieden mit dem Saisonauftakt, auswärts nach Essen? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, Essen hat ein größeres Problem damit, direkt zu Beginn beim Heimspiel, wo man ja auch als Zuschauer immer gerade gegen Aufsteiger einen lockeren Heimsieg erwartet. Wir stehen auswärts nicht so unter Druck wie Essen. Wir sind so aufgerüstet, dass wir in der Lage sind, in Essen was zu holen. Nicht nur einfach, sondern auch dreifach. Ich glaube, das weiß Essen auch. Also ich glaube, sie haben größeres Problem mit dem Auftaktmatch gegen uns, als wir mit ihnen. Du kannst mit einem großen und guten Kader arbeiten. Was sind die Erwartungen? Ich erwarte von uns, dass wir den frühzeitigen Klassenerhalt schaffen. Das lässt vieles offen. Das kann nach der Hinrunde sein, das kann sicherlich auch im Laufe der Rückrunde passieren. Aber ich habe gerade schon zur Mannschaft gesagt, wir wollen in dieser Saison nicht ein einziges Mal das Thema Abstieg oder das Wort Abstieg in den Mund nehmen. Wir wollen vom ersten Spieltag an zeigen, dass wir haben etlich viel Bundesliga-Erfahrung im Kader. Wir haben Neuzugänge geholt, die allesamt Nationalspielerinnen sind, also die einfach auch das Potenzial haben und uns war es noch wichtiger eigentlich unseren Kader zusammenzuhalten, dass wir hier das Team, was uns im letzten Jahr ausgezeichnet hat, dass wir das fortführen können, dass wir als Einheit, als Mannschaft auftreten und ich glaube, dann brauchen wir über unser Saisonziel, brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Wir wünschen dir und deiner Mannschaft viel Erfolg. Okay, vielen Dank. Dankeschön. Ab nächster Saison in unser Oldenburger Münzland in Kloppenburg. Erste Bundesliga-Fußball der Frauen. Wir sind gespannt, aber da steht ein guter Kader
und viele schöne Spiele stehen uns bevor. Gerade eine Woche her in Travemünde und heute in Vechta. Immer wenn wir solche Konzerte haben, dürfen wir ab 9 Uhr senden. Das ist ja noch nicht ganz so früh. Ne? Nee, eben. Und das ist auch nicht ganz so lang. Bis 12 sind wir dann nur hier. Aber äußerst spannend, muss man sagen. Weil natürlich, wenn wir hier live senden, passieren manchmal auch so unvorhergesehene Dinge. Haben Sie vielleicht heute Morgen am Frühstückstisch auch schon gemerkt. Da sind wir ein bisschen spät dran. Richtig. Ja, das ist schön. Sie sind ja heimatlich. Ja, das ist fein. Und guck mal, jetzt kommt auch langsam die Sonne raus hier. Ich glaube, es wird ein richtig schöner Tag. Wie gesagt, wir machen hier Live-Radio. Das ist Ilka Peters und ich bin Holger Ponik und wir sind hier, um ein bisschen Live-Radio. Und Sie können ruhig näher kommen, wie gesagt. Ne? Dieser Sicherheitsabstand, der muss nicht sein. Ich freue mich sehr über Flavio Stückemann, Kapitän vom Basketballverein SC Rasta Vechta. Du weißt ja, wie gerne ich High Heels trage. Ne? Natürlich. Und da braucht man natürlich einen großen Mann an seiner Seite. Hallo. Guten Morgen, guten Morgen. So ein bisschen Jamaika-Feeling gleich, ne? Heißt ja auch Rasta der Verein. Erzähl uns mal, Flavio, woher kommt der Name Rasta? Ist ja nun wirklich sehr ungewöhnlich. Ist das echt was mit Reggae so, oder wie? Ja, irgendwie hat sich das ergeben vor 30, 40 Jahren, als so ja, ein paar Jungs einfach die Idee hatten, Basketball zu spielen, ein bisschen Spaß zu haben, irgendwie über die Schule eine AG gegründet und dann ja, zusammengesessen im Keller wohl, also ich kenne die Geschichte ja nur aus Erzählung und bei Rasta Musik überlegt, lass uns doch mal einen Verein gründen, weil die eben Spaß am Basketball hatten und es war in der Region noch nicht so bekannt und dann haben die das so aufgezogen und weil es eine Spaßgruppe war, haben sie gesagt, komm, nennen wir das Ding Rasta. Und bis heute heißt es Gott sei Dank was. Ich muss sagen, es läuft ja auch. Ihr steigt auf, steigt auf, steigt auf. Vechta ist wirklich im Basketballfieber, kann man tatsächlich sagen. Ihr spielt jetzt in der ersten Bundesliga. Ja, genau. Was macht ihr da? Raucht ihr legale Substanzen vorher? Erzähl mal, habt ihr ein Erfolgsrezept? Was ist das denn da? Ja, unser Erfolgsrezept, also ich kann bis heute noch gar nicht so richtig analysieren, wie das eigentlich zustande gekommen ist. Ich weiß nur im Nachhinein, wir waren eine geile Truppe. Wir waren wir sind zusammengeschweißt wie Freunde gewesen und das hat einiges ausgemacht. Wir haben einfach unsere Teamchemie, sowas habe ich vorher noch nie erlebt, so wie es hier bei Rasta ist. Und ich sag mal, begonnen vom Management über den Geschäftsführer, über die Stadt, über die Zeitung. Alle haben mitgezogen und es war ein super Gefühl. Ja, Flavio. Aber was gut ist, das NDR 2 Wochenende. Sehr, einen schönen guten Morgen erstmal. Moin, wir freuen uns auch sehr, hier zu sein. Ich sage ja. Und übrigens, hier ist es ja schon richtig voll, ne? Ja, also das wenn muss das, mal gesagt wenn das, wenn das so nachher, dann das kann auf jeden Fall nur gut werden. Du, Ole, ich möchte dich jetzt nicht überraschen, aber da erwarten wir so 30.000 Leute. Das sind dann doch noch ein paar mehr. Ja. Ist okay für mich. Ja? Ja. Das ist schön. Ihr habt ja auch schon einige Musikpreise abgeräumt mit den New Music Awards. Die Energie von der Rena geredet. Wahrscheinlich ist es die Energie, genau. Ich kann das nicht so richtig erklären. Manchmal bin ich vor 20 Leuten aufgeregter als vor 20.000. Ja, es kommt immer ein bisschen darauf an, wer dann auch da ist. Nicht, ne? Dass wir schon so oft vor 20.000 Leuten gespielt hätten. Naja, ihr wart in der Travemünde. In Travemünde waren wir dabei. Bei den jungen Kollegen von Enjoy auf der Bühne, da war es auch einigermaßen voll, glaube ich. Ne? Ja. Mit irgendwie anders. Ganz von Physik. Ja.
euch frei zu klatschen übrigens, ne? Also fühlt euch frei, zu tanzen, zu klatschen. Ich singe morgen meine Lieder, es ist alles noch still. Die Touristen kommen wieder und am Strand liegt unser Müll. Und die Wellen sind stark und meine Füße sind nass und mein Kopf ist schwer und die Gedanken leer. Aus der Ferne kommt Musik, ich glaub das Radio spielt. When you say nothing at all, ich spule alles zurück, spule alles auf Anfang, es ist alles wieder da, nur irgendwie anders. Willkommen zurück, willkommen auf den Beinen, ja, es ist ganz nett hier, doch ich kann hier nicht bleiben. Ich spule alles zurück, spule alles auf Anfang, es ist alles wieder da, nur irgendwie anders. Willkommen zurück, willkommen auf den Beinen, ja, es ist ganz nett hier, doch ich kann hier nicht bleiben. Wir lachen auf den Fotos, um uns zu erinnern. Wir waren damals endlos, wir waren Gewinner. Wirf alles aus der Bahn und lauf hinterher. Und lauf für dir mit, du willst es doch so sehr. Nur ein einziges Mal wissen, wohin es geht. Und dann schwimm ich mit den Vögeln durch den Ort. Genau, das kommt zwei. Und ich flieh mit den Fischen in den. Nochmal. Und dann schwimm ich. Zu sehen, dass es gut geht, zu sehen, dass die Güte, ich hab doch für Schwarz und Bandlos, zwischen Garten und Sternen. Aber komm jetzt bei den Bands hierher, und dann sind zu viele Kinder, ich bleib dran und trauen, dass du auch so echt herrlich wirst, da auf Band, oh nein, durchbockt in Fechter. Fechter, gleich höre ich auf.